FDP-Fraktion. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, vorher Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 12106, Bürgernähe stärken, Vertrauen in die Politik steigern, Einführung eines Angebots, hol die Regierung in dein Projekt. Ich öffne die Aussprache und gebe für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Marschall das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte beim letzten Tagesordnungspunkt die Debatte nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Wir haben hier einen kleinen, feinen Antrag, der sich auf das Projekt Hol den Bürgermeister in Heidelberg bezieht. Sie werden das inzwischen alles recherchiert haben, worum es da geht. Wir wollen, und ich glaube, da sind wir uns hier einig im Haus, das Ehrenamt hat einen hohen Stellenwert, und wir wollen das Ehrenamt fördern. Und wir wollen das verbinden damit, dass die Landesregierung regelmäßig gesagt hat, sie will Schritte unternehmen im Bereich E-Government, E-Partizipation. Wir fordern hiermit die Landesregierung auf, bitte richten Sie eine Internetplattform ein, nehmen Sie die Bürger mit, lassen Sie Bürger Vorschläge machen, lassen Sie Projekte vorstellen, lassen Sie Bürger abstimmen darüber, was die besten Projekte sind, und dann besuchen Sie diese Projekte und geben damit diesen Projekten, auch kleinen, bisher unbekannten, die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Wir wollen, dass die Bürger Vorschläge machen können, aber wir wollen natürlich nicht, dass die Bürger ihre Terminkalender vollschreiben. Von daher haben wir durchaus auch in den Antrag reingeschrieben, dass sie entscheiden, zu welchem Projekt sie gehen, und auch natürlich das genaue Datum festlegen. Wir haben regelmäßig, meine Damen und Herren, die Tatkrafttage von der Ministerpräsidentin. Und ich glaube, und wir von den Piraten glauben, dass es Zeit wird, dass nicht nur die Ministerpräsidentin ihre Termine bei Wirtschaftsunternehmen oder auch beim BAMF damals in Bielefeld festlegt und dort ihre Termine so macht, wie sie das gerne hätte, sondern dass auch die Bürger mitentscheiden sollten, welche Projekte wichtig und fördernswert sind. Und ich glaube, wenn man sich den Antrag durchliest, das haben Sie alle getan, werden Sie wenig Gegenargumente finden. Ich freue mich von daher über die Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Barden. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ehrenamt und ein breit getragenes bürgerschaftliches Engagement haben für uns auch als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen schon seit Jahrzehnten traditionell einen sehr hohen Stellenwert. Und die Menschen, ich komme darauf zurück, Marc-Ole, ja, gelegentlich, ja, die Menschen, die sich Tag für Tag in Ehrenamt, ehrenamtlich, in NRW ehrenamtlich engagieren und sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl einsetzen, sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir haben das erlebt mit dem Beginn des Flüchtlingsstroms, als die Bevölkerung eine große Hilfsbereitschaft gezeigt hat und auch gezeigt hat, was Menschen in kurzer Zeit sind, zu erreichen. Aber nicht nur in der Flüchtlingshilfe, sondern auch in den vielfältigsten Formen engagieren sich Menschen in der Feuerwehr, in Sportvereinen, im Sommer- und im Winterbrauchtum, in Fördervereinen der vielfältigsten Art, in Bürgervereinen, Selbsthilfegruppen. Und das Engagement ist so vielfältig wie das Leben in unserem Land. Und daher möchte ich mich an dieser Stelle heute einmal stellvertretend ganz herzlich bedanken für das Engagement, das Sie ehrenamtlich erbringen. Denn ohne Ihr Engagement wäre unser Land ein bisschen ärmer in der Sozialstruktur. Und Ihr Einsatz ist es, der unsere Gesellschaft zusammenhält und unser Land NRW liebenswert macht. Herzlichen Dank. In dem vorliegenden Antrag beziehen Sie sich, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, auf das Projekt Hol den Bürgermeister, und das ist ein Projekt der Stadt Heidelberg. Ich finde, das ist ein sehr engagiertes kommunales Projekt, und es hat zu Recht auch Anklang bis in die USA gefunden und dort eine Auszeichnung erhalten. Es stärkt die Verbindung von kommunalem Ehrenamt mit dem örtlichen Rathaus, den örtlichen Strukturen, und fördert dort auch die kommunale Anerkennungsstruktur. Aber dieses Projekt lebt gerade, so ist unsere Meinung, von der lokalen Verortung, der örtlichen Publizität und den dadurch entstehenden neuen Kontakten. Und es würde mich persönlich sehr freuen, wenn weitere Städte diesem Projekt aus Heidelberg folgen und ein solches Projekt einrichten würden. Dieses kommunale Projekt
Aber jetzt auf ein Flächenland wie Nordrhein-Westfalen mit 396 Städten und Gemeinden zu übertragen, landesweit lokale Initiativen zu identifizieren und auf einer Plattform zu bündeln, dürfte nach unserer Auffassung schwierig werden. Wir haben in NRW bereits seit Jahren eine ausgeprägte Anerkennungskultur für unser Ehrenamt. Wir haben zum Beispiel mit Engagiert in NRW eine Plattform geschaffen, auf der sich Interessierte schnell einen Überblick über ehrenamtliches Engagement verschaffen können. Man findet dort zahlreiche Informationen und die notwendigen Kontakte für die Arbeit vor Ort. Es gibt dann ein Engagement des Monats, mit dem immer wieder tolle und abwechslungsreiche Initiativen und Projekte aus ganz NRW vorgestellt werden. Wir haben die Ehrenamtskarte NRW in mittlerweile mehr als 200 Kommunen und wir haben mit dem Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes einen wichtigen Meilenstein für die kommunalen Interessenvertretungen geschaffen. Die Tatkrafttrage, aber auch die vielen Stunden, die Abgeordnete in ihren Wahlkreisen mit Ehrenamtlichen verbringen, die Vertreter und Vertreterinnen der Landesregierung, die ja auch jetzt ständig, da müssen Sie sich nur mal die Presseschau angucken und die Wochenliste, dann sehen Sie, wo die Minister und die Ministerin unterwegs sind. Das sind ja auch Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung und die werden auch heute intensiv gelebt und auch häufig medial begleitet. Aber ich möchte jetzt auch der vertiefenden Beratung im Hauptausschuss nicht weiter vorgreifen. Der Überweisung werden wir natürlich zustimmen. Aber ich weiß natürlich auch, Herr Marsching, dass Sie mit meinen Ausführungen nicht zufrieden sein werden. Von daher denke ich, wir beraten das weiter im Fachausschuss und für heute vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Waden. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Tönnissen. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es mag im ersten Moment vielleicht etwas verwundern, aber die CDU hat durchaus etwas übrig für den Antrag, den die Piraten gestellt haben. Es geht um das Thema Bürgernähe und dieses Thema ist gerade in Zeiten von Politikverdrossenheit sicherlich für uns alle ein wichtiges Thema. Die Landesregierung soll prüfen, inwieweit und ab wann eine Aktion, eben angelehnt an das Projekt Hol den Bürgermeister, wie es in Heidelberg praktiziert wird, realisierbar ist. Mit diesem Projekt bietet Heidelberg als erste Stadt in Deutschland ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, aktiv und ganz real den Terminkalender ihres Oberbürgermeisters zu beeinflussen. Auf dieser Plattform kann jeder Bürger, kann jede Bürgerin Projekte und Anliegen einreichen, die dann eben von anderen Nutzern entweder entsprechend unterstützt werden oder auch nicht. Und die Anliegen und Orte, die in einem bestimmten Zeitraum die meisten Stimmen erhalten, werden eben vom Oberbürgermeister persönlich besucht. Die Möglichkeiten hier sind vielfältig. Sei es ein Schulprojekt, eine soziale Einrichtung, ein Verein, der Unterstützung braucht oder einfach eine Idee oder ein Thema, das sich der Oberbürgermeister einmal konkret anhören soll. Und zweimal im Monat wird die Stadt Heidelberg die Person mit dem Ortsvorschlag, der die meisten Stimmen bekommen hat, kontaktieren. Und sobald ein Treffen vereinbart ist, besucht eben der Oberbürgermeister diesen Ort und diskutiert potenzielle Möglichkeiten der Unterstützung und bespricht auch vor Ort das weitere Vorgehen. Die CDU Nordrhein-Westfalen weiß um den großen Wert gesellschaftlichen Miteinanders. Im Ehrenamt werden Mitmenschlichkeit, soziale Verantwortung und Demokratiebewusstsein offensichtlich. Bürgerschaftliches Engagement macht unsere Gesellschaft definitiv reicher und lebenswerter. Und dieser Einsatz der Bürger, der kann eben auch durch nichts ersetzt werden. Und das hat sich uns allen beim Thema Flüchtlinge in der jüngsten Vergangenheit ja sehr eindrücklich dargestellt. Das gilt gerade in Zeiten, in denen vielleicht familiäre Bindungen oder auch soziale Bindungen lockerer und unverbindlicher werden und das gesellschaftliche Miteinander sich insgesamt anonymer und unübersichtlicher gestaltet. Ehrenamtliches Engagement hat Vorbildfunktion
und deshalb begrüßen wir den Vorschlag zu einer digitalen und interaktiven Beteiligung der Bürger. Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement können den Sozialstaat, die Familie und Erwerbsarbeit zwar nicht ersetzen, aber sie bieten den Menschen sinnvolle Tätigkeiten und tragen zudem auch zur Erneuerung der Demokratie durch eine aktive Bürgergesellschaft bei. Ob im Verein, in der Nachbarschaftshilfe oder in der kirchlichen Arbeit, ob in der Jugendarbeit, in der Pflege oder in unzähligen anderen Initiativen, ehrenamtlicher Einsatz der Bürger ist durch nichts zu ersetzen und schafft eben auch Lebensqualität. Und die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements trägt ganz entscheidend zur Attraktivität in diesem unserem Land bei. Sie stärkt den Bürgersinn, sie schafft Entfaltungsmöglichkeiten, sie fördert auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirkt identitätsstiftend. Vor allem die in allen gesellschaftlichen Schichten bunte und vielschichtige Vereinskultur macht Nordrhein-Westfalen lebens- und liebenswert. Und die modernen Kommunikationsmöglichkeiten bieten hier neue Chancen, um das gesellschaftliche Engagement zu bündeln und auch neue Chancen politischer Mitwirkung. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Potenziale stärker genutzt werden. Wir setzen uns dafür ein, den Bürgerinnen und Bürgern Gestaltungsmöglichkeiten und auch das Erleben von Eigenverantwortung wieder zurückzugeben. Und wir wissen hier alle einerseits, dass die Bereitschaft, sich zu engagieren, nach wie vor hoch ist. Gleichzeitig erleben wir aber einen tiefgreifenden Wandel. Dauerhafte Mitgliedschaften und langfristige Engagements gehen stark zurück, während punktuelles, situatives Engagement in konkreten und oft zeitlich überschaubaren Projekten sehr hoch ist. Wir haben gerade dazu auch den Antrag, der wunderbar passt, Nordrhein-Westfalen soll das Land des digitalen Aufbruchs in Deutschland werden, gestellt. Und bei unserer Fraktionsreise ins Baltikum, ich komme sofort zum Ende, wurde uns eben eindrücklich gezeigt, was in diesem Bereich schon alles möglich ist. Sicherlich müssen wir über die Realisierung und natürlich auch eventuelle Kosten in der Ausschussberatung uns verständigen. Und ich freue mich hier drauf auf die Ausführungen der Landesregierung und danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Tönnissen. Für die Fraktion der Grünen spricht der Kollege Engstfeld. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es relativ kurz machen, aus zeitökonomischen Gründen und auch um Doppelung zu vermeiden, weil weitestgehend kann ich mich meiner Vorrednerin und Kollegin der SPD-Fraktion, Frau Waden, anschließen. Natürlich schließe ich mich an, komplett in der hohen Wertschätzung für das Ehrenamt. Auch Frau Tönnissen, das haben Sie auch zum Ausdruck gebracht. Natürlich ist es eine Säule unseres Zusammenhalts, ein Kitt in unserer Gesellschaft. Der Dank auch von der Grünen Fraktion natürlich. Allerdings, dieser Antrag so in der Form, wie er hier vorliegt, bestätigt mich eher in meiner These, die ich jetzt mittlerweile schon länger vertrete, dass ich immer noch glaube, dass der beste Pirat Jack Sparrow ist. Weil, das ist zwar gut, dieses Heidelberger Modell, und zwar, ja, das ist, finde ich, gut, hol den Bürgermeister, aber, das hat die Kollegin Waden doch, glaube ich, schon zum Ausdruck gebracht, ich glaube, es ist eher was für andere Kommunen, nicht was für die Landesebene. Wir haben halt, und das hat die Kollegin Waden auch schon ausgeführt, wir haben halt schon eine Wertschätzungskultur fürs Ehrenamt, viele Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich dort einzubringen, erfahren Wertschätzung durch uns als Parlamentarier, durch Kabinettsmitglieder, durch die Ministerpräsidentin. Es gibt Online-Portale, insofern eine charmante Idee, wie ich finde, aber doch eher was im kommunalen Bereich. Aber wir werden gerne im Hauptausschuss das weiter beraten und stimmen natürlich der Überweisung zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld. Für die FDP spricht Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Heidelberg ist eine tolle Stadt. Bürgerschaftliches Engagement ist die Basis unserer Demokratie
und auch unserer Gesellschaftsordnung. Und als Transatlantikerin freut es mich natürlich auch, dass die Kollegen im Heidelberger, in Heidelberg, dass die es geschafft haben, auch durchaus eine Brücke über den Atlantik zu schlagen und auch dort in den USA Anerkennung für ihr Konzept zu bekommen. Bei den Feststellungen unter Römisch 1 des Antrags herausragende Initiativen der Vereine und Veranstaltungen von bürgerschaftlichem Engagement insgesamt bei der Anerkennung und Wertschätzung kann ich mich allen Vorrednern auch anschließen. Auch die FDP-Fraktion teilt ausdrücklich die Anerkennung und Wertschätzung für das bürgerschaftliche Engagement in unserer Gesellschaft. Allein was auf kommunaler Ebene auch Sinn machen kann und eine sinnvolle Erweiterung der Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung auch darstellen kann, lässt sich aus unserer Sicht eins zu eins nicht auf die Strukturen in einem so großen Flächenland wie Nordrhein-Westfalen auch übertragen. Da haben wir, was die Umsetzung angeht, doch erhebliche Bedenken und erhebliche Skepsis, dass hier insbesondere Erwartungshaltungen im Ehrenamt geweckt werden, die letztlich dann nicht erfüllt werden können und damit eine hohe Frustration und Enttäuschung bewirken. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich unterstelle, was die antragstellende Fraktion erreichen will. Weil wir haben in Nordrhein-Westfalen eben in der Tat eine Fläche von 30.000 Quadratkilometern und das ist dann eben schon eine Herausforderung, mit einer unzähligen Vielfalt an ehrenamtlichem und gesellschaftlichem Engagement in unserem Land. Und dann gibt es eben noch dazu regionale Besonderheiten. Das, was zum Beispiel in einem Flächenkreis des Sauerlandes oder Südwestfalens bewegt, das ist vielleicht dann für eine Metropolregion wie das Ruhrgebiet oder die großen Städte im Rheinland schon von anderer Interessenlage. Es gibt darüber hinaus auch etwas, wie wir als Abgeordnete unser Selbstverständnis auch verstehen, weil ich habe die Wahrnehmung, dass viele Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Hohen Hause auch genau diesen Mittler in das ehrenamtliche Engagement oder für das ehrenamtliche Engagement sowohl zu uns als Abgeordneten, zu uns als Fraktion, zu uns als Gesetzgeber, aber auch zu den Mitgliedern der Landesregierung auch machen, dass wir genau diese Aufgaben auch wahrnehmen. Und wenn ich an der Stelle durchaus mal auch ein bisschen ketzerisch anmerken darf, was wollen wir denn, wenn wir das Ganze online stellen, welche Zufälligkeiten haben wir denn gegebenenfalls und was kann organisiert werden und wo wird dann letztlich Frau Ministerpräsidentin oder Frau Ministerin Kampmann wird dann durch diese Online-Befragung letztlich zu Terminen geschickt, wo vielleicht auch die einstimmige Mehrheit hier des Hohen Hauses dann für einen solchen Auftritt einer Ministerin, einer Vertreterin einer demokratisch legitimierten Landesregierung doch eher Bauchschmerzen hätte. All das sind Punkte, die in der Umsetzung hier im Land Nordrhein-Westfalen oder in anderen Flächenländern jedenfalls aus unserer Sicht eine gewisse Zurückhaltung eher angezeigt sein lassen und hier jedenfalls bei uns Freien Demokraten die Sache wesentlich skeptischer sehen. Weil wenn Sie in dem Antrag dann schreiben, unter Landtag, dann ist dann auch die Frage, was ist denn damit dann genau gemeint? Jeder einzelne Abgeordnete oder die Fraktionen oder das Präsidium oder wer ist denn dann in dem Moment der Abgeordnete? Und wie ist das mit dem freien Mandat, bei dem letztlich auch wir Abgeordneten frei sind, darüber zu entscheiden, welchen zivilgesellschaftlichen Projekten und Aktivitäten wir auch Unterstützung geben wollen? Da sind viele Fragen aus meiner Sicht noch offen. Deswegen stimmen wir selbstverständlich auch den Beratungen im Fachausschuss oder der Überweisung an den Fachausschuss zu. Ich freue mich dort auch auf die Beratung. Da werden wir sicherlich dann noch im Detail diese gerade aufgeworfenen und viele andere Fragen auch klären können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Kampmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns hier alle einig darüber, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist.
Heute geht es vor allem darüber, über den Weg zu sprechen und darüber, ob der Weg der Piraten an dieser Stelle gangbar ist. Ich sage, dafür gibt es im Moment keine Notwendigkeit, vor allem aufgrund der zahlreichen Projekte, die wir als Landesregierung bereits haben. Und Herr Marsching, Sie haben eben selber die Tatkrafteinsätze unserer Ministerpräsidentin angesprochen. Sie ist dabei nicht nur in Wirtschaftsunternehmen oder beim BAMF. Sie war vor ein paar Wochen zum Beispiel bei der Bahnhofsmission in Dortmund. Das wurde zwar nicht live gestreamt, aber Sie können sich das im Netz noch anschauen. Ich fand das sehr überzeugend. Und wir wissen, dass gerade die Ministerpräsidentin, wenn es um das Thema ehrenamtliches Engagement geht, sehr, sehr aktiv ist. Aber auch in meinem Haus wird das bürgerschaftliche Engagement großgeschrieben. Es ist bei uns ein zentrales Arbeitsfeld. Wir vergeben jährlich, und die Kollegin Waden hat es eben schon angesprochen, den Engagementpreis. Da würdigen wir Menschen, die sich besonders engagieren. Der ist in diesem Jahr im Februar an das offene Haus für Familien aus Kamen gegangen. Dabei handelt es sich um einen wirklich wichtigen und tollen Begegnungs- und Bildungsort für Familien in Nordrhein-Westfalen. Und bei diesem Engagementpreis können Bürgerinnen und Bürger selbst im Netz über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden. Das heißt, das Ziel Ihres Antrags, und auch das kann man unter E-Partizipation fassen, das Ziel Ihres Antrags, dass Bürgerinnen und Bürger selbst darüber entscheiden können, welches bürgerschaftliche Engagement bereits gewürdigt wird. Dieses Ziel ist mit diesem Engagementpreis bereits verwirklicht. Ich selbst werde mir im Rahmen des Engagementpreises Projekte anschauen. Das heißt, auch dieses Ziel ist in dem Engagementpreis enthalten. Und deshalb sehe ich im Moment keine Notwendigkeit für Ihren Antrag. Und ich sehe auch im Moment keine Notwendigkeit darüber, das weiter zu diskutieren. Wir haben außerdem das Engagementportal www.engagiert-in-nordrhein-westfalen.de. Das ist eine zentrale Informationsplattform im Internet, bei der wir alle Bürgerinnen und Bürger über wichtige Aspekte des bürgerschaftlichen Engagements in Nordrhein-Westfalen informieren. Dort stellen wir tolle Projekte vor, die zeigen, wie engagiert Menschen in Nordrhein-Westfalen sind. Ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig dieses Engagement ist. Aber ich sagte bereits, im Moment sehen wir für Ihren Antrag aufgrund der vielfältigen Angebote, die wir bereits in Nordrhein-Westfalen haben, keine Notwendigkeit. Und wir sehen das Ziel des Antrags, dass Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen selbst mitentscheiden können, welches Engagement bereits gewürdigt wird, aufgrund der vorhandenen Angebote erfüllt. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Und für die Fraktion der Piraten hat sich noch einmal der Kollege Marsching gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe ja 3 Minuten übergelassen, dachte, ich müsste da nichts mehr zu sagen, aber ich habe dann doch wieder einen ganzen Zettel vollgesammelt. Irgendwie schaffen Sie das immer mit mir hier. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Frau Ministerin, Sie sagen, es gibt im Grunde genommen schon eine Plattform und im Grunde genommen machen Sie das auch schon und man kann auch schon abstimmen. Das ist toll. Ich habe nur ein Problem damit. Wenn nicht mal einer von den 4 Rednern, die zu diesem Antrag hier reden, dieses Projekt hier nennt, wenn dieses Projekt hier von den 4 keiner kennt und mir niemand so erklären kann, wie Sie das jetzt gemacht haben, dann frage ich mich, welcher ehrenamtlich Tätiger da draußen soll den denn kennen? Wenn ich sehe, was in Heidelberg passiert, und das ist ja mit ein Teil dieses Antrags, und deswegen gibt es auch, Frau Kollegin Freimuth, diesen Bereich, was muss der Landtag eigentlich tun? In Heidelberg sind überall Plakate aufgehängt worden. Das funktioniert auf einer lokalen Ebene super, aber wir können natürlich jetzt nicht in ganz Nordrhein-Westfalen Plakate an die Wände kleben und sagen, ja, kann man schon, aber und sagen, hier, da gibt es jetzt eine neue Plattform, hol die Landesregierung, hol die Ministerpräsidentin oder die Ministerin in dein Projekt, dann hängen wir überall Plakate auf, das funktioniert natürlich nicht. Deswegen muss anders beworben werden und deswegen wäre der Landtag auch in der Pflicht, bei einer solchen Werbung mitzumachen.
Dieser Antrag hat eben zwei Aspekte. Der hat einmal die Würdigung und den Dank an das ehrenamtliche Engagement. Er hat aber auf der anderen Seite vor allen Dingen die Beteiligung. Und die Beteiligung und dass man Engagement offenlegt und dass man durch eine solche Plattform, die die Leute auch kennen, die auch aktiv beworben wird, sowohl vom Landtag als auch von der Landesregierung, dass man da Leuten auch Ideen geben kann. Dass es plötzlich ein Impuls sein kann, dass jemand sagt, Mensch, sowas Ähnliches, das kann ich mir in meiner Kommune auch vorstellen. Das wäre doch ein gutes Ziel für eine solche Plattform. Das würde wenig Geld kosten. Jetzt wurde vorhin gesagt, wir müssen über das Geld reden. Das würde wenig Geld kosten, verhältnismäßig. Ich glaube, im Haushalt ist das dann eine Zahl, vielleicht, also eine Ziffer, vielleicht zwei, wenn es hochkommt, zwei Ziffern. Am Ende ist natürlich immer ein T dahinter. Aber das würde wenig Geld kosten und es wäre viel, viel, viel Sinn dahinter, denn es würde als gute Multiplikation von ihrem amtlichen Engagement wirken. So, und jetzt noch auf zwei Argumente ganz konkret. Sie sagen, den Antrag, den finden Sie ja gut, den könnte man kommunal machen, der ist fürs Land nicht geeignet. Ich sehe erstens, wir haben die Tatkrafttage, auch da bestimmt die Landesregierung, da bestimmt die Ministerpräsidentin, wo sie hingeht. Warum, ZH, sollten wir da nicht die Bürger des Landes fragen, wo wollt ihr die Ministerpräsidentin denn mal hinhaben? Und wenn das kommunal doch so eine tolle Idee ist, dann frage ich mich, und von beiden Fraktionen gesagt, von Rot und von Grün gesagt, warum beide, SPD und Grüne, diesen Antrag, es wurde vorhin schon mal gesagt, im Kölner Rat abgelehnt haben. Hey, da wäre es kommunal gewesen, da war es dann plötzlich nicht möglich, da sollte sich jemand drum kümmern, der mehr Geld hat. Und ein letzter Satz, und ich muss das wiederholen, einfach damit es im Protokoll steht, man möge es mir nachsehen, ich glaube, der Kollege Düngel war es, an den Kollegen Engsfelder. Captain Morgan gefällt mir natürlich besser als Jack Sparrow und ich lade Sie ein gleich auf ein Testchen bei mir, dann können wir über den Antrag reden. Schönen Feierabend. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages, Drucksache 12106, an den Hauptausschuss. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht folgen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung.